Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars. Ja, in den letzten Stunden ging es immer weiter bergab. Die Welt, die wir aufgebaut haben, scheint nicht mehr, meine Stimme scheint irgendwie nicht durchzukommen, habe ich das Gefühl, aber vielleicht ist es einfach nur, weil ich es nicht gescheit sehe. Auf jeden Fall geht hier gerade alles den Berg hinunter. Ein paar Minen arbeiten noch, aber es reicht halt auch gerade nur so aus. Wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir an Wasser rankommen, weil unser Wasser hält nicht mal mehr eine Stunde. Das ist natürlich jetzt hier nicht der beste Punkt, um zu schauen, dass wir an Ressourcen kommen, aber was sollen wir machen in dem Fall, ne? Es fehlt hier wieder Strom, es fehlt Wasser, Sauerstoff wird weniger. Es ist langsam eigentlich nicht mehr vertretbar, dass die alle wohnen. Das Problem ist halt, dass wir nicht über die Notlieferung hinauskommen. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir das ganze Eisen kriegen. Ich weiß nicht, wo er eigentlich ist aktuell. Stopp, hol dir mal das Eisen. Hier ist Eisen. Was aktuell mein Plan ist, um zu versuchen, das alles irgendwie so ein bisschen zu biegen, das hier unten jetzt aufzubauen, um das Wasser zu pumpen. Problem ist, dadurch, dass wir alles angeschlossen haben und versuchen damit natürlich auch das Wasser zu bekommen, wird das alles ein bisschen eng. Die Leute arbeiten nicht mehr wirklich, wir haben eine minimale Produktion nur noch. Und ich wette, in den nächsten paar Minuten werden uns fast alle Kolonisten wegsterben. Das ist voll okay. Dann komm hier runter. Die Jungs brauchen dich. Also die untere Kuppeln werden auf jeden Fall als erstes hier abstellen, weil die haben jetzt schon kein Wasser mehr. Treibstoff haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was wenigstens auf Lager. Kann ich von denen Ressourcentausch. Ja, Metalle brauche ich auch nicht. Technologie tauschen. Research complete. Jetzt müssen wir den einfach nur ein bisschen tauschen. So. Jetzt haben wir einiges noch an Punkten bekommen. Wenn der jetzt kommt, dann tun sie wenigstens schon mal bauen. Hier oben haben wir einen Wasservorrat und hier haben wir das andere Wasservorrätchen. Das ist auf jeden Fall was bringt, hoffentlich. Eigentlich schauen unsere Punkte ja gar nicht mehr so schlecht aus. Sie gehen gut voran, die Atmosphäre fehlt halt noch. Alles geht ein bisschen besser voran, aber vielleicht habe ich mit den vielen Mitarbeitern hier auch ein bisschen was übertrieben. Leute, ihr könnt auch die anderen Teile langsam aufbauen. Ja, dankeschön. Schauen, dass wir langsam sozusagen hier Stück für Stück vorbauen und dann da vorne irgend die Pumpen errichten. Das Problem ist, dafür brauchen wir halt auch wieder Ressourcen, die keiner wirklich zur Verfügung hat. Das müssen wir richtig ausbeuten.
bauen wir erstmal die Grundverbindungen auf. Das ist jetzt halt, wir müssen irgendwie schauen, dass wir während das langsam alles zugrunde geht. Verbindungen schaffen, die genau dort ansetzen, wo wir dann hin müssen. Aber dafür ist jetzt er da, der jetzt hier wieder Eisen sammeln muss und alles. Das ist also jetzt Polymer. Sammel lieber die Brocken. Das Wasser ist minus ohne Ende. Und dadurch, dass irgendwie der Strom auch da und flöten geht, wir kommen nicht ins Plus mehr. Der Strombedarf liegt bei 200. Halt alles ein bisschen viel, nennen wir es so. Im 8. Kann ich den nicht zerstören, irgendwie abbremsen? Weil ich glaube, alles, was wir hier produzieren, wird gerade von denen gespeichert. Ich weiß gar nicht, wo. 3,6 würden die produzieren, wenn die genug Metall hätten, wahrscheinlich. So. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir diese Wasserproduktion ins Laufen kriegen. Ein Depot entsteht auf jeden Fall schon mal hier. Der Radius reicht, das ist gut. Errichtet alle notwendigen Sachen hier außenrum. Entladest du mal hier bitte. Das Eisen wird nicht in Kürze, wenn sie wahrscheinlich dann hier auftauchen. Das wird gleich mal hier geschrubbt. Schauen wir mal. Wir geben denen jetzt hohe Prio. Dass sie auch wissen, dass sie bitte da schauen müssen, dass das Ganze hinkommt. Wurde auch schon mit hoher Prio versehen. Wir müssen nur langsam wieder Wasser ankriegen. Wenn die Lebenserhaltung wieder da wäre, sind wir so gut im Rennen. Also ohne Lebenserhaltung haben wir halt nichts. Wir brauchen jetzt 2, 4, 12. 12 Polymer brauchen wir insgesamt. Mit meinem Freund hier, der wird jetzt erstmal auf Metallsuche noch gehen. Wenn ich sagen kann, okay, such auf der Karte alles Metall zusammen, was du findest. 52, 53, 54. Ah, die Zahlen gehen jetzt hoch. Wir haben kein Polymer bis jetzt. Und die Zahlen, schaut euch an, wie das wächst. Scheiße. Ja, es waren schon einige. Ja, es werden immer mehr. Ich kann auch leider nichts gerade machen. Problem, ohne Mitarbeiter kriegen wir keine Metalle. Und ohne Metalle... Idee. Rakete, Frachtrakete. Ja, ich brauche nur das, ne? Starten. Die könnte mir gerade den Arsch retten. Komm schon. Ich habe gar nicht bemerkt, dass sie kommen. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen Edelmetalle exportiert. Edelmetalle werden hier natürlich auch benötigt. Wir könnten hier dann noch vielleicht eine kleine Siedlung bauen, die sich dann um den Abbau kümmert. Und dann hier gleich daneben noch eine. Wir sind Edelmetalle in Werten wie sonst noch was. Zahlen steigen jetzt. Wasser ist halt absolut weg.
Können Sie uns versuchen, um die Energieversorgung hier unten zu kümmern? Das Problem ist halt zu überlegen, wie soll das Ganze klappen? Ich würde halt gern schauen, dass wir mehr auf das hier gehen. Auf Windräder. Halt klappt es, die andere Frage wieder. Wenn das funktioniert, können wir langsam hoffentlich anfangen, alles zu reparieren. Okay, lande hier schnell. Du kriegst von meinetwegen noch die nächsten Drohnen. Ah, kann ich mehr Drohnen haben. Okay, jetzt los ist, Leute. Los, 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 los. Verstärker. Verstärker ist an. Ist genau das, was ich vermutet habe. Wir haben noch zu wenig Energie, um die ganzen zu betreiben. Nicht mal tagsüber reicht aktuell die Stromversorgung aus. Wasser ist aber wieder positiv. Stromversorgung ist positiv. Und unser Wassertank, Wasserzeug liegt bei 40% aktuell. Die werden auch alle großteils verstärkt noch. Immer noch die Lager für die Rockhaufen. Es werden natürlich jetzt massiv viele Rockhaufen hier entstehen. Puh, wir haben gerade so vieles jetzt gerettet. Fast alle warten eigentlich nur gerade auf Beton. Aber dadurch, dass wir natürlich so viel jetzt anbauen müssen. Kam das auch nicht von der Rakete. Und die würde jetzt viel abziehen nochmal. Ja, super. Wir haben zu wenig Mitarbeiter für alles und hin und her. Das ist halt so eine Sache. Wir haben hier zu wenig Mitarbeiter hier oben. Strom dürfte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein. Wir ziehen hier jetzt den Haken raus. Machen das wieder auf grün. Doch sollte die Stromproduktion, Erzeugung und Produktion relativ nah aneinander liegen aktuell. Auch nachts. Dadurch, dass wir jetzt so viel in Lichtenergie oder Windenergie stecken. Plus 33 Produktion. Da setze ich doch gleich mal Polymer rein. Die Dinge auf volle Leistung. Noch mehr Stromproduktion ist genau das, was wir brauchen. 600 pro Tag mehr, das. Mein Plan ist im Grunde zu versuchen, die Windenergie vor die Sonnenenergie zu stellen. Ob das funktioniert, ist die andere Frage. Die zwei produzieren auch noch. Und wir werden jetzt zwei Passagierraketen. Filter kann ich löschen. Zurück.
immer noch so wenig, wie wir super starten. Dann starten wir mit der wieder hoch. Handel beginnen. Wir schicken 50 im Tausch für... Also wir schicken das und kriegen dafür Geld. Das ist natürlich geil. Von dem haben wir immer noch sau viel. Was hier noch gebraucht wird, ist natürlich eine Drohnen-Hub. Ein zuständiger. Hat immerhin... Schauen wir mal, was die Nachtproduktion sagt. Über 100 plus. Was will man dazu sagen? 100 plus. Okay, jetzt werden wahrscheinlich wieder Sachen anfangen auszufallen und hin und her, weil uns natürlich auch Sachen... Ja, da ist gerade das erste System wieder ausgefallen. Das Problem ist natürlich, jetzt fehlen uns wieder so viele Mitarbeiter. Ich bräuchte wieder mehr, ich brauche nicht nur 2, ich brauche 300, 500, scheiß drauf, irgendwie mehr. Wir sind halt jetzt alle weggestorben und ich brauche eigentlich hier oben viele Mitarbeiter. Die sollen sorgen, dass wir Metall kriegen, damit, dass wir... Das ist alles wurscht, weißt du? Aber das ist zum Beispiel jetzt das Problem. Wir können es nicht reparieren, wir haben jetzt tonnenweise gepumpt. Jetzt haben wir für 2 Zoll wieder Wasser. Ist doch scheiße. New colonists have arrived. Einer reist in dem Fall direkt ab. Ich hoffe halt, dass hier ein paar mehr anfangen. Wir brauchen wieder mehr Material. Das Problem ist halt, dass der sich viel zockt. Wir können kein Wasser produzieren ohne das Zeug. Alles hier unten steht alles still. Eine ganze Anlage, die still steht. Ist alles natürlich nicht so schön. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie wir aus diesem Tief wieder rauskommen. Hier fehlt uns jetzt zum Beispiel Metall. Wir haben aber kein Geld mehr, um irgendeine Rettung zu machen von uns. Ich könnte höchstens den Handel versuchen zu machen, der angeboten wurde von Blue Sun, glaube ich. Kontakt. Schicken. Mit den 200 Millionen könnten wir uns wieder ein paar Maschinenteile besorgen. Wann waren denn die Ressourcen mal nicht low? Der ist lustig, die Ressourcen sind low. Auch schon drauf gekommen. Jetzt auch schon los. Jetzt fangen hier die ersten an, wieder zu streiken, weil sie kaputt gehen. 1 Zoll 14 Stunden.
Die müssen auch repariert werden wieder mit dem Werkzeug. Es ist halt überall notwendig. Er wird langsam aber stetig befüllt, weil er natürlich da oben sich befindet. Das ist alles nicht gut. Ich habe wahrscheinlich einfach zu groß gedacht und nie darauf geachtet, dass wirklich alles gut läuft. Bei der Größe brauchst du halt auch viel Wasser. Traurig ist ja, ich hätte theoretisch hier auch diesen Carbonatprozessor, der müsste ja hier unten dazu kommen, weil hier wird ja dauernd produziert oder hier würde ein Carbonatprozessor hinkommen, der sich um das Ganze kümmert. Er braucht auch 5 Eisen, 50 Maschinenteile und 200 Beton. Wie soll ich denn das machen? Energie ist zum Glück ja noch positiv und wir sammeln gerade wieder massenweise Dinge aber der Strom reicht auch wiederum nur für 20 Stunden. Die Kapazität ist jetzt bummvoll an Strom, aber es reicht trotzdem nur für eine bestimmte Zeit. Ich wüsste nicht, wenn ich jetzt sage, ich reiß dich hier ab. Wie viel kriege ich denn jetzt daraus, wenn ich das jetzt abreiß? Wie viel Materialien kommen jetzt da unten raus? 13. All die ab, die im Arsch sind. Ich reduziere jetzt die Menge mal drastisch. Kann natürlich sein, dass ich mir damit noch ein größeres Grab schaufel, aber ich habe wenigstens wieder Metall. Mit dem ich andere Sachen reparieren kann. So, die Rakete ist jetzt weg. Gut, die schickt es. Das hat es wenigstens schon mal abgeschickt. Selbst die sind jetzt im Arsch. Hier arbeitet fast keiner und der ganze Scheiß geht in die Rakete hier rein. Ich brauche mehr Mitarbeiter. Starten. Selbst hier arbeitet ja fast keiner drin. 22 Stunden noch, dann ist Wasser leer. Disput. Ich habe eh keine Möglichkeiten, wirklich. Ich habe mich in eine verfahrene Situation geschoben. Ich habe das Geld bekommen. Das ist natürlich mega geil. Frachtrakete. 45, das ist wieder ein Booster, den ich brauche. Und der Vorteil ist, wenn ich jetzt die andere Rakete starte, kriege ich auch wieder Geld. Was wieder meinen Boost steigt. Rakete 1. Lande mal bitte auf dem Landepad. 13 Passagiere. Ich glaube, die setzt aber schon zur Landung an. Zwei Kolonisten verlassen wieder, die haben alle keinen Bock. Das sind alles kleine Schisser, weiß nicht. Die beiden Raketen, die können wir jetzt richtig unter die Arme greifen. Die, weil Personal. Und die andere hier, weil 45 Maschinenteile. Und mit den 45 Maschinenteilen kann ich wiederum erstens die hier befüllen, die dann wieder Geld gibt, weil die ist ja schon bummvoll. Und kann mir nochmal Maschinenteile holen. Und ich kann Sachen reparieren. Zwei Touristen.
So. Die Produktion hier wird schon mal gesteigert. Das ist gut. 5,5 pro Soll. Damit kann ich was anfangen. Du kriegst von mir jetzt mal alle Drohnen, die ich aktuell besitze. Wie? Ah, scheiße, das Wasser schon wieder ausgegangen. Uff. Ich hoffe, dass das jetzt da... Lange halten die nicht wieder ohne Ding aus. Die müssen das schnell zur Verteilung schicken. Bitte super schnell zur Verteilung schicken. Ja, die fliegen in die richtige... Die fliegen nicht in die richtige Richtung. Leute, die haben eine hohe Prio. Ich hab vergessen, die haben eine hohe Prio. Das ist eine Scheiße. Repariert die so schnell, wie es geht. Wir brauchen Wasser. Okay, die ersten zwei Pumpen im Betrieb auf. Gut. Beginnt es schon nämlich. Alle Raketen starten jetzt, gut. Ich habe eine Frachtrakete wieder mit noch mehr. Ich brauche einfach so viel Boosterzeugs in dem Fall jetzt gerade. Und eine Passagierrakete, die mir schon wieder abbrechen, wieder welche schickt. Muss positiv werden. Kommt schon. Eine Kuppel ist wieder ohne Lebenserhaltung. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass wir jetzt hier gerade nichts unten haben. Wo sind diese 16? Wir schicken die überall hin zur Reparatur, aber wir vergessen unsere Wasserpumpen. Aber wir dürfen ja nicht böse sein. Eigentlich können wir wenigstens froh sein, dass wenigstens drei laufen. Aber es ist halt immer noch zu wenig. Lager für Gesteinsabfälle ist voll. Können wir da nicht irgendwo, irgendwie noch ein kleines Lager hinpacken? Räumt die Pumpen frei, damit die pumpen. Nur ein Wasser fehlt. Gut. Wenn ein Wasser fehlt, schalten wir die gerade mal aus. Und die, die aktiv sind, sind schon geupgradet und verstärkt. Gut. Die werden schon mal verstärkt. Wenn wir sie wieder brauchen. Immer noch fast keine Dinger. Gut, 55 davon. Das wird jetzt auch direkt mal bitte nach hier unten geliefert. Die vier Passagiere dürfen wir wieder hier nach oben. Ist mir wurscht. Solange die hier oben irgendwie laufen und langsam aber stetig Maschinenteile produzieren anfangen, ist alles super. Jetzt hier fangen auch schon wieder welche an. Die buddeln auch ordentlich. Pussy, geht auch bald das Metall aus. Scheiße. Wie schaut's mit der Forschung? Oh, scheiße. Stimmt, die Forschung steckt jetzt auch fast fest. Oh. Sponsoren, Erkunder. 400 pro Soll. Mir fehlt noch ordentlich. Scheiße. Was denn das? Traumrealität. Wundermorphos-Projekt. Simuliert die Entwicklung neuer Stärken bei allen Erwachsenen. Schaltet folgendes Spezialprojekt frei. Polarkappen schmelzen, mehr Wasservorkommen verfügbar. Megasatellit. Kernwärmekonverter. Ich habe das Mauhol-Projekt noch extrahiert, ohne die notwendigen eines Vorkommens Edelmetalle und Gesteinsabfälle. Das wäre so das, was ich gern hätte noch. Ankommende Kolonisten.
Gut, hier unten läuft wieder alles und die freuen sich, dass wir genug Zeug haben. So, wollen wir das. Und die Pumpen laufen. Das ist gut. Dadurch können wir jetzt hoffentlich langsam unsere Wasservorkommen auffüllen. Und das hält auch eine Zeit. Das war gleich mit dem Ding 9000. Das Wasservorkommen hatte mal 10.000. Also das ist schon ein größeres Wasservorkommen jetzt, was hoffentlich ein bisschen länger hält. Müsste das nächste tiefe Wasservorkommen suchen müssen. Das wäre dann hier direkt. Also da können wir dann rüberbauen. Hoffentlich relativ flott. Und das haben wir auch noch zum Anzapfen, ne? Gut, weg mit den Raketen wieder. Nur noch 3000 Nahrung aktuell. Okay, das Ding kann sich auch großteils zerlegen. Alles zerlegen, was unnötig in dem Fall ist. 500 Millionen für 50 Metall. Ich hätte aktuell Metall auf Lager. Aktuell würde es gehen. Ich hätte mal hier einen simplen Stromerzeuger hin. Was hältst du von so einem ganz kleinen Solarkollektor? Stromerzeugung 2, Stromgebrauch 0. Dann kann ich es notfalls jederzeit anschließen. Das Problem ist halt, dass wir zu wenig Menschen haben. Wesentlich zu wenig Menschen. Geschätzte Produktion ist halt hier 6. Aber wir bräuchten 11 für die Wartung aktuell alleine. Es ist 11 für die Wartung. Und ich brauche so viel mehr Mitarbeiter. Das ist gleich auch eine unserer besten Dinge in dem Fall. Aber ja, zufrieden sollen sie auch hier nicht. Sind sie hier leider nicht, aber. Hier sind schon einige Leute. Die Produktion hier läuft auch wieder ganz gut. Deswegen werden wir jetzt mal vielleicht darauf setzen, dass wir fürs Erste. Schauen wir mal, war das vom Blue Sun Angebot? Kontakt, Handel, Beginn. Keine Rakete. Ich könnte beide noch machen. Starten. Wir starten noch eine Frachtrakete. Ich habe zwar nichts mit dem. Aber ich brauche vielleicht wieder zweimal Raketen, die hier auf dem Boden sind. Und im Hauptgebiet. Unser Frontier ist hier. Ich glaube, hier oben gab es noch relativ viel Zeug, was wir jetzt sammeln können. Alles. Hier hinbringen. Gut. Das inaktive Gebäude war vollkommen erschöpft. Darauf waren wir vorbereitet, ehrlich gesagt. Langsam wird das alles hier zerstört jetzt wieder. Oh, ich habe das Stromnetz noch drin. Hier ein Stromnetz. Was war das denn für ein Stromnetz? Warum habe ich hier zwei Stromnetze liegen? Können Sie mir zeigen, was ich da gemacht habe?
Okay, was ist hier drin? 9 Passagiere. Ihr landet beide bitte beide hier unten. Gut, der Stand ist wieder niedrig, aber das kriegen wir alles unter Kontrolle. Wenn die sich jetzt hier schön anstellen. Ja, perfekt. 12 pro Produktion. Hier sagen sie jetzt noch 6. Maschinenteilproduktion 6, hier steht ja 12. So, die sind beide jetzt angekommen. Und beide kriegen von mir den Kontakt mit ihnen. Wie ist denn was jetzt hier? Drachenrakete 21. Also, du bist jetzt. Kann ich eigentlich umbenennen? Ging das nicht irgendwie? Das wird der Transporter 1. Und du bist der Transporter 2. Transporter 2. Die beiden sollen jederzeit bei uns hier auf Planeten bleiben und arbeiten. So. Mit Transporter 1 machst du das bitte schicken. Und dann machen wir noch Kontakt, Handel anbieten. Handel bereits. Und dann mit Transporter 2 schicken. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.